Hallo Freunde, ich sitze hier in meinem Schlafzimmer und meine Minimalism Game Challenge ist ja letzte Woche geendet vorzeitig und hätte ich gewusst, dass ich so einen Durchbruch habe, hätte ich sie nicht beendet. Da mir aber aufgefallen ist, dass das Thema scheinbar bei euch auch ganz gut ankommt, habe ich gedacht, ich nehme euch einfach weiter mit. Ich habe nämlich bei meiner Minimalism Game Challenge habe ich viele Teile, viele Sachen habe ich außer Acht gelassen, gerade bei Kleidung und Kosmetik fiel es mir nicht leicht, mich von Dingen zu trennen, die ich wunderschön finde, also wirklich selber wirklich richtig schön finde, aber einfach nicht realisiere oder realisiert habe, dass nur weil ich sie schön finde, heißt es nicht, dass ich die Teile auch an mir schön finde. Und wenn ihr Bock darauf habt, dass ich euch zeige, was noch aus meinem Kleiderschrank ausziehen wird und warum, dann bleibt dran. Ich habe es mir heute bequem gemacht in meinem Schlafzimmer auf dem Boden. Ich sitze auf einem bequemen Kissen und habe eine Leggings an, also bin total locker und dachte, ich nehme euch da nochmal mit und zeige euch, wovon ich rede. Es gibt nämlich so einiges zu erzählen zu den ganzen Teilen, die ich euch jetzt zeigen werde. Kleiner Disclaimer, ich war letzte Woche Samstag mit meiner Freundin auf einem Shopping-Trip. Und nein, ich war nicht einkaufen, um auszumisten, sondern ich habe und habe auch Sachen bestellt tatsächlich. Ich habe, als ich meinen Kleiderschrank ausgemistet habe, einfach gesehen, dass es viele Sachen gibt, die mir fehlen, also nicht viele, die mir fehlen, aber einige, die mir fehlen, damit sich das Ganze kompletter anfühlt und die einfach perfekter für mich sind. Und unter anderem habe ich zeige euch jetzt nicht, was ich gekauft habe, sondern was ich aussortiert habe. Und zwar habe ich vor einiger Zeit diese fabelhafte lange Bluse gekauft von Denim Hunter, die ist eine Größe 40, also passt super. Ich habe mir die mit einer Bluse in die Taille gemacht, denn ich mag gerne so lange und oversized Sachen, aber ich muss mir die Taille verengen, denn ich habe relativ stabile Beine und meine Taille ist der schlankste Punkt an meinem Körper und es sieht einfach nicht schön aus, wenn irgendwas an mir nur so runterhängt. Irgendwann im Alter weiß man das, ne? Hat auch nur 41 Jahre gedauert. Ich finde die wunderschön. Was ich an der allerdings nicht mag, ist, dass sie tatsächlich einen Tick zu lang ist und dass sie, ja, bügelintensiv weiß ich jetzt gar nicht, aber dass sie halt diesen typischen Hemdstoff hat, so Männerhemdenstoff. An sich ist das gut, weil dadurch sind die recht stabil, der Kragen ist auch recht stabil, aber irgendwie habe ich mich nicht so richtig wohl da drin gefühlt und ich habe jetzt am Wochenende mit meiner Freundin zusammen eine wunderschöne lange Baumwollbluse gefunden. Das ist im Übrigen auch Baumwolle, aber eben dieser feste Hemdstoff. Und die ich mir jetzt gekauft habe, die erinnert so ein bisschen an so einen Leinenstoff. Das heißt, wenn die creased, sieht die sogar ganz hübsch aus. Eigentlich mag ich das nicht, mag es lieber ganz glatt. Aber bei dem Stoff finde ich das sehr, sehr schön. Von daher, ja, wird diese dafür gehen und die wird bleiben. Ist ein bisschen ärgerlich, denn die ich mir am Wochenende gekauft habe, hat 20 Euro gekostet. Die von Denim Hunter, glaube ich, 50. Von daher ist das ein bisschen schade drum. Aber ja, ich werde versuchen, die noch für ein paar Euro bei Vinted zu verkaufen. Dann habe ich mich jetzt wirklich schweren Herzens entschieden, dieses wunderschöne Chiquelle-Kleid auszumisten. Ich habe genau dieses in Schwarz. Oh mein Gott, verändert sich das Licht, wenn ich diese Farbe in die Kamera halte. Deswegen einmal ganz kurz und dann wieder weg. Ich habe genau dieses Kleid in Schwarz mit weißen Pünktchen und das liebe ich. Trage ich auch super selten, weil ich mich dafür im Moment nicht so richtig fit fühle, weil das schon sehr kurz ist und ich trage es mit einer engen Strumpfhosen sind ja immer eng. Aber dieses Kleid ist mir einfach, ihr seht ja auch, es ist ungetragen. Ich habe es von Chiquelle zugeschickt bekommen. Es ist wunderschön, tolle Qualität, toller Schnitt. Ganz besonders dieser Taillengürtel macht das und es ist sowieso auch noch ein Gummi in der Taille, sodass man auch wirklich bequem rein- und rausschlüpfen kann. Aber obwohl ich die Farbe liebe, obwohl ich das Kleid liebe, trage ich dieses hier nie, weil ich es einfach nicht bin. Und darum habe ich mich jetzt entschieden, es auszusortieren, denn ich habe genau das Kleid in Schwarz-Weiß. Also in der Farbkombination, die ich liebe, weil bunter als schwarz-weiß muss es bei mir nicht immer unbedingt sein. Dann habe ich diese wunderschöne Bluse. Jedes Mal, wenn ich die anhabe, kriege ich ganz, ganz viele Komplimente. Aber es ist halt so ein
Material, das ich einfach nicht so richtig geil finde auf meine Haut. Ich weiß auch nicht, ich finde es nicht so schön. Die Bluse an sich ist traumhaft schön, ne? Diese Farbzusammenstellung, das Grau, Grau-Rosa, Weiß, ist schon sehr, sehr, sehr schick, aber ich fühle mich nicht wohl da drin und darum, also ich fühle mich schon wohl drin, ich finde schon, dass sie mir gut steht, aber ich mag das Material nicht und deswegen darf die jetzt auch ausziehen. Dann habe ich dieses wunderschöne Top. Ich sage ja, es sind nur Teile, die ich wirklich toll finde, die ich ausmiste. Und ihr braucht mir auch nicht schreiben, wie ich die Sachen kombinieren kann, damit es doch gut aussieht und ich mich wohl darin fühle. Das wird einfach nichts. Es ist dieses wunderschöne Top mit dem hohen Kragen an der Seite zum Zubinden. Ne? Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Aber irgendwas daran macht, dass ich gedrungen aussehe. Und deswegen darf es jetzt gehen, obwohl ich es nicht, ich glaube, wenn überhaupt, dann einmal getragen habe. Und selbst daran kann ich mich nicht erinnern. Und ich denke mir immer, es ist so ein edler Schnitt, dieser hohe Halsausschnitt, dann dieses Gerippte, die Farbe, dieses Kamelbeige, finde ich auch wunderschön. Aber ich trage es nicht. Ich finde immer einen Grund, warum ich es nicht anfasse. Und da muss es auch nicht bleiben. Weiter geht's mit dieser wunderbaren Blue. Wie ich die sehe, ne? Denke ich mir auch schon wieder, Melanie, eigentlich musst du sie behalten. Dieses wunderschöne, ich finde sie wirklich wunderschön, ganz ehrlich. Ich habe sie auch noch in Weiß da, da konnte ich mich noch nicht durchringen, weil Weiß und Schwarz sind halt meine Farben. Ich finde das so klasse, das sieht angezogen so sexy und außergewöhnlich aus. Aber ich mag es an mir nicht. Die Träger habe ich noch im Schrank, gut, dass wir gerade drüber sprechen, muss ich nämlich noch rausnehmen. Ich finde es toll, also wirklich, wirklich toll. Man kann es ohne Träger tragen, natürlich auch mit Träger tragen. Ich finde es aber ohne eigentlich viel, viel, viel schöner. Muss man für sich entscheiden. Hier hinten ist ein Stretch-Einsatz, sodass es auch wirklich optimal an der Brust sitzt. Das ist wirklich ganz toll. Aber das ist viel, also die Farben sind viel zu schreiend für mich. Und ich habe es einmal in der Arbeit angehabt mit meiner Paperback-Hose. Und ich habe mich ganz furchtbar verkleidet gefühlt und darum danach nie wieder getragen. Und deswegen darf es jetzt wieder ausziehen. Dann habe ich diese Ripped Jeans. In Größe L von Feind. Das ist eine... Also Amazon arbeitet da irgendwie mit Designern zusammen. Ich frage mich nicht. Es gibt auch immer wieder Feind-Kollaborationen mit Influencern. Da bringen die ganz tolle Sachen raus. Ich habe jetzt auch wieder Schläppchen. Also jetzt wieder. Ich habe auch Schläppchen hier von Feind. Wo sind sie denn? Da. Nee, das ist The Drop, nicht Feind. Vergiss das. Das war The Drop, die Kollaboration. Die ist geil. Also wirklich, die ist toll. Aber erstens ist sie zu groß. Das heißt hier sehr, sehr, sehr weit. Also es ist halt, ich trage eigentlich bei Hosen eine 40. Und bei 40 ist eigentlich L. Aber manchmal auch 42, je nachdem wie viel Stretchanteil. Und hier ist, glaube ich, keiner drin. Und wenn doch, dann nur minimal. Aber sie ist ein bisschen zu weit. Und dann sind die Taschen am Po ganz weit auseinander. Dadurch sieht die Kiste noch größer aus, als sie ist. Ich habe die trotzdem behalten, weil ich sie super cool und lässig finde, aber man sollte nur Kleidung tragen, in der man sich auch wohlfühlt. Deswegen darf sie gehen. Weiter geht's mit diesem Zweiteiler. Ich habe mir letztes Jahr im Lockdown, in einem der beiden, habe ich mir diesen Hausanzug gekauft aus diesem grauen Strickstoff. Das ist einmal die Hose und ein passender Kapuzenpullover dazu. Und an sich gibt es daran auch nichts auszusetzen, außer dass die nicht gemacht sind für mein Gewebe. Also erstens sind die zu groß. Also ich habe es auch hier wieder, also obwohl M müsste eigentlich passen. Dieses Gummi ist einfach zu weit. Das heißt, die Hose, die klappt immer, so, das Gummi klappt immer um. Das heißt, ich würde es eher nach 40, 42 empfehlen. Und meine Beine sind halt nicht so feste. Also ich habe leider ein sehr schwaches Bindegewebe. Und fühle mich immer unwohl, wenn ich diese Hose nur mit dem Shirt anhabe, weil ich das Gefühl habe, dass das jede Beule betont. Die Hose ist jetzt nicht eng, aber durch diesen Stoff, ich kann es euch nicht erklären, fühle mich sehr unwohl darin. Und darum darf das Set auch wieder ausziehen. Eigentlich schade, weil das war ein richtiger Fehlkauf, weil das habe ich ja letztes Jahr erst gekauft. Und eigentlich wollte ich ja so ein bisschen bewusster einkaufen. Weiter geht's. Ich habe diese schöne vanillefarbene Culotte. Ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht. Ich mache es mal zu, damit es ein bisschen schicker aussieht. An sich ist an der nichts auszusetzen, außer dass mir die Farbe einfach an mir nicht so gefällt. Es ist eben dieser Vanille-Beige-Ton
Und ja, ich habe eine Culotte oder Culotte in Schwarz, die ist super. Die ist auch toll, ohne Frage. Ist jetzt natürlich nicht gebügelt. Die ist, geht mir bis zum unteren Teil der Wade, also im unteren Drittel. Endet also auf jeden Fall noch so ein Stück über dem Fußgelenk und mit Schläppchen an. Ist die auch gar nicht schlecht. Also, sie ist wirklich eine schöne Qualität. Die ist von Dillwien. Eine schöne Hose, aber ich trage sie einfach nicht, weil mir die Farbe einfach nicht so richtig gut gefällt. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, auch wenn der Schnitt toll ist, ich habe eine schwarze. Da bleiben wir bei. Ich brauche nicht noch die, nur weil mir der Schnitt gefällt, wenn ich die Farbe nicht mag und sie deswegen nur im Schrank liegt. Ihr seht, es gibt eine ganze Menge zu erzählen. Dann habe ich mir vor ein paar Jahren, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren, müsste das ungefähr her sein, habe ich mir dieses wunderschöne, also ich bleibe bei wunderschön, dieses wirklich hübsche Shirt von H&M gekauft. Ich mag es ja gerne hell, entweder beige oder weiß oder schwarz, ne? Das ist so meine Color Palette. Und das ist sehr, sehr, sehr hübsch. Ich mag diesen Schlüssellochausschnitt, der auch nicht zu tief ist, also da zeigt man nicht zu viel. Der fließende Stoff an sich ist auch in Ordnung, aber ich mag einfach das Material nicht. Hier ist irgendwie was mit drin, das mir einfach, das ich auf der Haut nicht so gerne mag. Und gerade im Sommer, wenn man, das kommt halt noch dazu, im Sommer möchte man ja nicht, dass es heiß wird, ne? Also trägt man luftige Sachen. Das Shirt ist luftig geschnitten, hat keine Ärmel, aber ist halt hochgeschlossen. Also irgendwie verfehlt es für mich den Zweck. Es ist super hübsch, kaum getragen. Und ich habe es mir lange hin und her überlegt, weil ich es angezogen wirklich schick finde, aber es macht keinen Sinn, es zu behalten. Weiter geht's. Ich bin ja ein großer Fan von Skinny Jeans, ne? Auch wenn mir immer mal wieder jemand sagt, das sollte ich nicht tun, aber ich bin ein großer Fan von Skinny Jeans. Ich mag die von H&M wirklich gerne, aber bei der hier ist irgendwas anders als bei meiner anderen. Die ist Größe 40, also von der Größe ist alles fein, aber irgendwie macht die, dass unter der Pobacke wie so ein Schnitt ist. Das heißt, man hat so einen Cut, ich habe so einen Cut genau unter der Pobacke, auf beiden Seiten. Das sieht total komisch aus und dadurch sieht der Hintern, es sieht nicht schön aus. Also am Po ist die nicht schön und ja, man könnte jetzt natürlich ein langes Shirt drüber tragen. Oder ich behalte einfach die eine, die super sitzt, in der ich mich mega wohl fühle, die auch richtig gut passt und kann die tragen, wie ich es will. Weil ich habe in den letzten Jahren festgestellt, es muss nicht immer eine schwarze Skinny Jeans sein. Es kann auch durchaus mal eine Culotte sein oder eine Paperback-Hose oder eine blaue Jeans. Und ich brauche keine 10 Stück davon. Ich glaube, ich habe jetzt 2. Genau. Und die hier darf jetzt gehen, weil sie einfach an meinem Popo nicht sitzt. Das sind schon eine ganze Menge Teile, ne? Ich habe hier noch eine blaue Jeans von H&M. Ich hätte die vorher mal zumachen sollen. Und ja, es ist ein langes Video, aber ich hatte euch ja gesagt, ich möchte euch auch sagen, warum sie weggeht. Es ist diese schöne Hose, auch mit Rips. Aber da ist Stretch drin, ohne Frage. Aber nicht viel. Und dadurch, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Meine Figur sieht darin so ganz gerade aus. Also ich habe nicht dieses, wisst ihr, dieses Hourglass, dieses Stundenglasförmige, sondern die macht irgendwie, dadurch, dass sie so eng ist, sieht das aus, als wäre ich so gerade runter. Und das gefällt mir nicht. Und deswegen trage ich die nie, obwohl ich die Waschung schön finde. Ich finde auch den Schnitt gut. Ich finde eigentlich alles an der Hose gut, nur eben oben, wie sie oben sitzt. Und dann finde ich es auch unkomfortabel, weil dadurch, dass sie so knackeeng sitzt, und wenn sie nicht mehr knackeng sitzt, steht sie hinten ab, weil eben so wenig Stretch drin ist, ist sie einfach nicht meine Hose. Und ja, ist eigentlich auch meine Größe, also 30. Schade, aber deswegen muss sie gehen. Und ich bleibe jetzt mal bei Jeans. Und zwar habe ich mal von Shekel eine Jeanshose zugeschickt bekommen. Also die habe ich mir auch ausgesucht. Die haben mir die nicht einfach so geschickt. Und die habe ich nicht einmal getragen, weil ich mir immer dachte, irgendwann, Melli, irgendwann passt du da rein. Die ist in der Größe 40. Hier hängt auch das Schild und alles noch dran, weil ich die Waschung einfach so schön finde. Die ist so, ja, die gefällt mir einfach so gut. Aber die ist, ich habe letztens eine Hose weggeschmissen, die war Größe 38
Und die hier ist noch ein bisschen schmaler. Und das ist unrealistisch. Ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich den Schrank aufmache und selbst wenn ich mal 3, 4 Kilo abgenommen habe, möchte ich nicht denken, oh, aber die hast du immer noch nicht geschafft. Du bist immer noch zu fett für die Hose und darum wird die jetzt aussortiert und jemand anders soll seinen Spaß daran haben. Genau. Weiter geht's mit einer Sporthose, die ich an sich mega schön finde. Sie hat auch meine Farbpalette, ne? Schwarz-Weiß. Die ist super cool, die ist super bequem. Aber die ist mir zu laut. Ich möchte nicht, also zu laut im Sinne von zu viel Muster, ich möchte nicht, dass alle Aufmerksamkeit auf meine Beine gelenkt werden, weil das meine größte Schwachstelle ist und das, mit dem ich am wenigsten glücklich bin. Und deswegen sortiere ich sie jetzt schweren Herzens aus. Und ja, ich mag sie, wie gesagt, eigentlich total gerne. Ich habe die auch einige Male getragen, aber ich fühle mich immer komisch da drin, wenn ich die anhabe und deswegen darf sie jetzt weg. Und das ist, glaube ich, das letzte Teil, genau. Dieses Kleid, das lässt sich jetzt ganz schwer zeigen. Das habe ich mir vor 3 Jahren gekauft. 3 oder 4 Jahren bei ASOS. Das ist so ein ganz ausgefallenes Kleid. Ich habe das auch schon mal gezeigt und ich habe euch auch schon erzählt, dass ich dieses Kleid hier unten, das habe ich ziemlich gut gemacht, man sieht das nämlich kaum. Das Kleid hatte ganz, ganz lange Schlitze und die Schlitze habe ich mir verkürzt. Also, dass die nicht mehr so lang sind, weil ich das nicht, wie gesagt, Beine, ne? Und das ist so ein Kleid, ich finde es eigentlich schade, wenn man das mit einer Strumpfhose trägt, weil es ist so schön luftig. Also es ist für mich so ein Frühling-Herbstkleid, weil das hat diese, ich gucke mal, ob ich euch das zeigen kann, von Licorice. So, ihr seht das ja, das ist in der Mitte, ist das so, nee, man sieht das nicht. Also das ist quasi das, was ihr vorm Bauch habt. Ne? Also es verdeckt den Bauch. So. Nein, sieht man das denn nicht? So. Und man bindet es dann am Rücken zusammen. Also es sieht sehr aufregend aus, aber ohne, dass es billig wirkt. Wisst ihr, was ich meine? Also ich kann so Sachen nicht leiden, die... also ich würde, selbst wenn ich die Figur hätte, würde ich nie tief dekolletiert und kurzen Rock tragen. Das eine oder das andere ist für mich völlig okay, aber nicht beides zusammen. Das hier ist halt, es ist schön lang, es hat aber diesen aufregenden Rücken. Also man sieht ein bisschen was vom Rücken, aber nicht super viel. Es ist eigentlich total hübsch, aber irgendwas hindert mich daran, dieses Kleid zu tragen. Und ich habe damals bei ASOS 70 Euro, glaube ich, dafür bezahlt. Also es war jetzt auch kein Mega-Schnäppchen von, wie gesagt, von Licorice Größe 38. Ist an sich ist alles fein mit dem Kleid, aber ich greife da nie zu. Nie. Und dann macht es keinen Sinn, dass es bei mir bleibt. Und das bedeutet jetzt für mich, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15 Teile. Mein Haushalt verlassen. Jedes dieser Teile ist in einem Top-Zustand, also teilweise sogar neu und ungetragen. Das heißt, die werden alle bei Vinted eingestellt. Wenn euch irgendwas davon interessiert, schreibt mich gerne an per E-Mail. Wenn, na, müsst ihr nur dazu schreiben, was es ist, also unter melflottmann@gmail.com. Könnt ihr, aber es steht auch immer in meiner Infobox, könnt ihr mich gerne anschreiben. Wir werden uns auf jeden Fall einig. Wenn ihr bei Vinted stöbern geht und da einige Sachen findet, die euch gefallen, schreibt mir gerne dazu, dass ihr über YouTube kommt. Dann gebe ich euch nochmal einen Rabatt. Ich muss die Sachen einfach nur loswerden. Es ist nur immer so viel Arbeit, die Sachen einzustellen. Und ja, die Verpacke und Verschickerei ist auch nicht so einfach, denn irgendwann gehen einem auch mal die Kartons aus. Genau. Aber... im Moment ist noch alles fein. Also wenn ihr da irgendwo Interesse habt, schreibt mir das gerne. Und ja, ansonsten sage ich jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr meine Gründe nachvollziehbar findet. Das fände ich echt spannend. Und ja, bis dahin sage ich alles Gute, bis bald. Und es wird demnächst ein Haul-Video geben, in dem ich euch zeige, was ich ausgetauscht habe, ne, und was ich ersetzen werde. Und die Basics, die ich dazu gekauft habe, genau, weil ich das auch immer ganz interessant finde, ne? Weil ich habe jetzt
16 Teile plus ganz, ganz viele Kleidungsstücke im Minimalism Game ja auch schon aussortiert. Und natürlich möchte ich die Schränke leerer haben. Deswegen macht es wenig Sinn, dass ich jetzt dieselbe Menge oder sogar mehr nachkaufe. So ist es nicht gedacht. Aber ich habe ein paar echte Lieblingsteile gefunden. Ne? Ich denke gerade so an dieses die perfekte Longbluse oder das perfekte Blusenkleid. Also das ist so ein richtiges Smelly-Kleid. Und die perfekten Hosen für zu Hause, in denen ich mich wohlfühle und gute Basics. Also wenn ihr Bock auf das Video habt, dann bleibt unbedingt dran. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann klickt gerne auf die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von mir online geht. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Mua. Tschüss.